So, ihr Lieben, es gibt ein kurzes Update doch nochmal, weil ich ein bisschen was über das, was wir vorhaben in puncto Gnadenhof Tierschutz vorhaben. Erst nochmal, bevor ich da anfange, nochmal ein herzlicher Dank an all die, die gestern da mitgewirkt haben. Ja, alles gut. Alles ist okay. Servus. Grüß Sie. Alles gut. Hey, Hunde. Alles ist okay. Bedanken, die da geholfen haben, eine Notlösung für unser Tor hier zu machen. Seht ihr? Die Hunde schlagen jedes Mal an und rennen auch öfters mal, wenn da ein anderer Hund vorbei käme. Kommt zwar selten vor, aber rennen dann gegen dieses Gitter. Und wenn das instabil ist, so ist das nicht gut. Na, meine kleine Maus, da ist unsere kleine Annike mit ihrer Windel. Ja, sie hat halt einen künstlichen Ausgang. So, es geht mir nochmal darum, wegen unser Gnadenhof-Projekt, das ja angeschlossen ist an das Mehrgenerationen-Projekt. Uns geht es dann in dieser Beziehung Gnadenhof. Und ich denke, dafür wird dann die Snoopy verantwortlich sein, weil ich bin verantwortlich für mein Kräuter allerlei. Jeder hilft natürlich bei uns jedem. Und das ist klar. Aber es geht erstmal für uns um den Inlandtierschutz. Wir haben so viele Tiere in Not. Fangen wir mal bei den Nutztieren an. Ziegen, Schafe, Hühner, die oftmals ganz schlecht gehalten werden, das wisst ihr alle miteinander, Kühe, Pferde, die in Maststellen vor sich hin vegetieren, und wenn wir da was rausholen können und was Gutes tun können, so werden wir das tun. Ja? Was aber nicht heißt, dass wir gegen den Auslandstierschutz sind. Ja? Weil hier sind ja zum Beispiel alles, bis auf Chiri, da kommt der Braune, der Braune, der Junge, der kommt aus der Karibik, kommt der Rest aus Rumänien, ist alles okay. Wir arbeiten auch gerne dann mit diesen Orgas zusammen und leiden weiter und versuchen zu helfen. Nur aufnehmen, wie gesagt, da müssen wir eine gerade Linie ziehen. Das mit uns, nicht mir alleine. Uns geht es um den Schutz der Tiere da, wo wir wirken, da wo wir sind, da wo wir sein werden. Und das bauen wir jetzt alles halt momentan auf. Ja? Aber wie gesagt, das Video ist jetzt erst einmal dafür da, um mal Danke zu sagen für die paar wenigen Inputs und dann noch hier vor Ort die Hilfe. Die Einstellermädels haben geholfen mit den Pfosten, mit den Weidepfosten. Die Liesel war da, hat geholfen und so haben wir das zusammen gemeistert. Erst einmal hält es jetzt eine Zeit lang und es ist wirklich jetzt stabil. Ja, da geht jetzt kein Hund mehr raus. Ja, wir haben da oben noch ein Schloss dran, da unten noch mal eine Kette dran. Das hält jetzt. Wie gesagt, das Ding müssen wir immer offen halten können, weil da kommt das Heu für unsere Pferde rein. Ja, das da ständig geliefert wird. Ja, also mussten wir da jetzt Deals eingehen, weil ja mal Vermieterin da ist, in der Karibik ist. So haben wir das Problem super jetzt gelöst. Ja, in diesem Sinn auch mal im Namen aller Hunde ein herzliches Dankeschön. Da sind jetzt alle Hunde da, meine ist oben und pennt in meiner Wohnung. Die Nana, das ist unser Sorgenkind, die ist frisch operiert, die hat einen Tumor im Kiefer gehabt und die braucht jeden Morgen noch ihre richtig fette Medikation, um das alles zu verarbeiten, damit sie gesunden kann. Ja, das sind alles keine jungen Hunde mehr, wie gesagt, die kommen alle aus Rumänien, das sind Rumänienhunde. Fast alles zumindest. Und ja, das wollte ich euch einfach nur gesagt haben. Ich fühle mich heute gut. Ich sitze jetzt noch in der Sonne, obwohl sie heute Nachmittag Sturmböen gemeldet haben bei uns. Mal schauen, wie sich das hier auswirkt. Deswegen bin ich schon mal, allein deswegen bin ich schon mal froh, dass dieses Tor steht. Und dass ja, relativ sicher ist, so dass mir hier kein Hund ausbüchsen kann. Weil dann hätte ich nämlich ein Problem. In diesem Sinn, ihr Lieben, ja, macht's gut und vor allem denkt
Schaut in die vorhergegangenen Videos. Jetzt kann ich mit dem Handy kein. Ja, Marco. Das ist unser Älster hier, der Marco. Der bellt schon ziemlich heißer. Ja, sobald der Auto vorbeifährt, schlägt er an und hüpft auch also mal gegen das Tor. Und wie gesagt, das ist jetzt saved und ist jetzt wieder geschützt, relativ. Ja, alter Schwede. Komm mal her, Marco. Komm mal her, du. Alte Rübe, du. Hä? Ja, du auch, Schwede. Ja, alles fein. So, in diesem Sinne mache ich das Video nicht länger. Schon wieder über 5 Minuten, wo ich da rumlabere. Ihr wisst jetzt ungefähr Bescheid, wie es weitergehen wird bei uns. Ich suche ständig nach Projekten, die man sich angucken kann. Mir sind mittlerweile 4 bis 6 Leute sind offen für jeden, der da in jeder Art mitwirken mag. Ich denke mal wieder zurückkommen auf Telegram, aber nur noch fürs Nötigste. Für das, dass wir die finanziellen Mittel bekommen, um das alles aufzubauen. Ja, in diesem Sinne, ja, ich wünsche euch einen schönen Tag der deutschen Zwietracht. Das ist jetzt auch nicht negativ gemeint, das ist positiv gemeint. Seid diese Einheit werden die Menschen da drüben in Mitteldeutschland, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt, in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern verseucht von uns Wessis. Und das sagt euch ein Wessi. Ja. Ja, ich habe ein Jahr in Thüringen gelebt und habe den Stolz, ich habe den Mut dieser Menschen geliebt. Ja, ich war ja mit montags auf der Straße damals in Corona-Zeiten. Ja, und da ist wirklich was passiert. Und ihr kennt ja alle noch die ganze Story mit der Wahlen in Thüringen, wo die Frau Murksel, die Frau Merkel damals aus Südafrika, wo sie irgendwie da war, diese Wahl annulliert hat. Ja, das ist Deutschland im Jetzt. Und das geht gar nicht. Deswegen kann ich keinen Tag der deutschen Einheit feiern. Basta. Das ist für mich ein Tag der Zwietracht. Die haben wirklich die Politik und dieses ganze Drecksystem hat hier so viel Schaden angerichtet zwischen den Menschen. Ja, naja, aber gut. Die, die mich verstehen, die verstehen mich und die, die mich nicht verstehen, die verstehen mich halt nicht. Ja, so ist es. Basta. Fertig. In diesem Sinne, passt auf euch auf. Ja, pfiat euch. Servus.